Also was wir auf alle Fälle noch sehen hier auf dem Kanal, das ist definitiv Köln. Koblenz. Oh ja, Köln-Koblenz, aber auf jeden Fall. Das wird definitiv noch kommen. Und bei allem anderen, lasst euch einfach mal überraschen. Also da ist noch so einiges hier vorhanden. Und es wird natürlich auch selber erstellte Züge mal geben, ne? Also nicht selber erstellte, sondern... So, wir bauen jetzt nicht nur den DX für Omni, sondern auch Züge für den Trainsimulator. Eigene, ich sag jetzt mal, eigene Zugverbände. Ich glaube, so ist es besser. Jo. Vom Andi-X, Quatsch, vom Andi-X, genau. Vom DX gibt es jetzt übrigens auch einen Zug, der heißt Andi-X. Den zeigen wir nur noch nicht. Genau. Was bauen wir denn als nächstes nach dem DX für einen Bus? Keine Klasse. Oh, ein DXX, oder? Ja, ein DXXX. Ja, erstmal mal ein DX fertig. Das dauert mal ein bisschen. Jo. Aber wir sind schon deutlich weiter als die ganze Zeit. Also wir sind deutlich weiter als der Fortschritt, der da in den Videos bekannt ist. Nächste Station, Lichtenfelde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich bin ja eigentlich ein ganz schöner Noob, ich lasse ihn gerade nur rollen. Ja und? Machen die Zugführer aufs Gewicht. Naja, aber guck mal, ich bin deutlich unter Geschwindigkeit. Ich darf ja eigentlich 160. Man merkt aber manchmal, vor allem bei diesen S-Bahn-Zügen, bei den 422er Baureihen, die sind manchmal echt, musst du eine ruhigere Hand haben, als man das denkt. Weil, wenn du ja den Hebel, den Bremshebel zu krass ziehst, rutschen ja die Räder durch. Und das merkst du als Fahrgast, weil das rappelt dann ordentlich. Das passiert den Zugführern gerne mal bei Regen. Das ist schon echt krass. Aber hier merkt man auch deutlich die Neigung, ne? Gerade beim Fahren so. Ja. Das wäre zum Beispiel auch was für den Pendolino. Den würde ich mir ja auch nochmal wünschen. Pendolino? Ja. Der 610er. Ach, 610er. Hatten wir doch neulich, glaube ich, mal das Thema. Den würdest du dir wünschen. Aber nicht diese eckige Front, sondern wirklich diese schöne abgerundete Front. Da gibt es ja mehrere Versionen. Oder 612er, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oder ist es 612er oder so. 612er, aber da gibt es auch noch einen 610er. Ich glaube, die sind sich recht ähnlich. Der hat ja auch Naigo-Technik entsprechend, glaube ich. Der ICET ja auch, ne? Ja, ja. Ja, aber ich rede jetzt direkt vom Pendolino, weil das ist ja auch mehr so ein Regionalexpress-Zug, sowas in der Art. Stimmt. Den Flirt, ne? Ja. Kennst du den aus dem Real Life? Ja, hatte ich anfangs extrem oft mit meiner Frau, jetzt nicht mehr ganz so oft. Nein. Oh. Oh. Ich steig aus. War natürlich Spaß. Natürlich kenne ich den aus dem Real Life. Ja, der fährt ja hier bei der Eurobahn oder bei der Bello oder wie die heißen. La Bello? Nee, Abello. So trockene Lippen? Fahren die ja sehr viel rum. Die haben also richtig... Die sind noch mehr quietschig als die 425er Baureihe. Moment mal. Ich dachte gerade, den kenne ich doch. Ich dachte gerade, ich kenne ihn. So ähnlich. Ja, so ist, du weißt, wen ich meine, oder? Ja, Mahatma. Nee, Mahatma ist ein anderer. Den hat Chakoti so genannt, da kann ich nichts zu. Ja, aber das ist ja der andere. Ich dachte jetzt mehr, das wäre der eine. Mahatma Glück, Mahatma Pech. Mahatma gar nichts. Der Julian hat gar nichts. Zack. Hab ich wieder aufgeholt. Ich habe immer noch 3 Minuten Verspätung. Ich habe aufgeholt, oder? 1 Minute? Minute hast du aufgeholt. Und das, obwohl du den Zug hast rollen lassen. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass ich es doch irgendwie tun. Ein bisschen habe ich es drauf. Jetzt ist er schon wieder von 200 auf 160 gesprungen, ohne dass irgendwas stand. Cool. Ja, und da vorne kommt schon wieder was. 140 sogar nur. Ja, erstmal lasse ich ihn ein bisschen hochrödeln, damit ich gleich wieder bremsen kann. Oh, wir nähern uns bald dem Ende. Wieso? Nächste Station, Berlin-Südkreuz. Okay. Wobei ich gerade ein bisschen verwirrt bin.
Ja, Fahrzeit sind eigentlich 120 Minuten, das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht sind wir schon länger dran. Du weißt ja nicht, wie lange wir dran sind. 5:26 Uhr sind wir losgefahren, 6:31 Uhr haben wir jetzt. Das passt eigentlich nicht, oder? Du hast doch irgendwas von 6:58 Uhr vorgelesen. Also wir sind so gegen 21.30 Uhr losgefahren, wir sind schon 90 Minuten unterwegs in etwa. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Wann sind wir losgefahren? So gegen 21.30 Uhr. Bitte nicht entgleisen. Ach, die, das ist eine seichte Kurve, die packt der. Aber da vorne kommt ja die Südkreuz schon. Also beschleunigen würde ich jetzt nicht mehr. Wir sehen's, Train Simulator, wir sehen's. Ich muss auf 120 runter. Du musst auf 0 runter, weil da vorne kommt der Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, aber ich war der Meinung, in der Aufgabe hätte was von 120 Fahrtminuten gestanden. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Waren das 90? Vielleicht 90. Ich meine, mit 90 käm's eh hin. Vielleicht stand da auch 1 Stunde 20. Das kann auch sein. Weil eine Stunde fahren wir auf keinen Fall mehr, das haut nicht hin. Nee, das, wir sind Berlin-Südkreuz, danach kommt noch Potsdam, Potsdamer Platz und dann sind wir da. Ja. Also wenn du mit dem ICE aus Berlin rausfährst, aus ja. Berlin Hauptbahnhof, jetzt hier auch im Train Simulator, dann bist du in 2 Minuten an der Stelle, wo wir jetzt hier gerade sind, weil da hältst du ja weder in Südkreuz noch in Potsdam. Ich rede gerade nicht so viel, ich muss ein bisschen auf die Geschwindigkeiten achten. Dafür babbel ich ein bisschen. Ja, die Ansagen habe ich ja schon gebracht. Ne? Gleich habe das geschafft, keine Sorge. Warst du schon mal mit dem Zug in Berlin? Mit dem Zug in Berlin noch nicht, aber ich war schon am Berliner Hauptbahnhof. Ja, aber mit dem Zug jetzt direkt bist du noch nicht reingefahren. Nein. Hamburg schon. Warte mal, er hält direkt Berlin Hauptbahnhof? Ja. Dann müssten wir ja eigentlich den, in Anführungszeichen, neuen Hauptbahnhof sehen, oder? Wie ist denn das? Du meinst jetzt den unterirdischen hier. Oh, Entschuldigung, ich muss mich noch mal korrigieren. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nein, ich meine den neuen großen Hauptbahnhof in Berlin. Den neuen in Anführungszeichen, weil er ja jetzt schon wieder ein bisschen älter ist mittlerweile. Oh, hier kannst du aber weiter durchfahren, Kollege. Deswegen lasse ich ihn auch gerade noch rollen. Boah, der ist ja, hier könnte ja ein ganzer ICE halten, doch. Ja, es ist Berlin, was denkst du denn? Ja, aber Südkreuz. Nö, nee, ja. Bis Berlin Hauptbahnhof, sind das 2 Minuten Fahrzeit. Ja, und? Sei mal nicht so. Bin ich aber. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee, aber ich meine diesen richtig großen Bahnhof da, diesen Berliner Hauptbahnhof, den sie vor einer Weile neu gebaut haben. Der hat ja echt mehrere Etagen, ne? Den meine ich. Fahren wir da durch, oder? Wir fahren da rein, da ist unser Endpunkt. Ja, dann bin ich mal aber gespannt, wie der umgesetzt ist. Ich kenne ja von MSTS schon. Aber unterirdisch. Warst du im Train Simulator in Berlin Hauptbahnhof drin? Ja. Noch nie. Den gibt's bei MSTS auch. Ja, aber warst du da bei. Musst du doch bei Train Simulator schon drin gewesen sein. Ja, bei ihm hier jetzt noch nicht. Wann denn? Weiß ich nicht. Du warst ja bei Berlin-Württemberg schon weit länger. Ja, gut, aber ich sag doch, so richtig gefahren bin ich. Ich hab's mir damals geholt, aber bin ich eigentlich nie. Deswegen bin ich ja noch so blutiger Anfänger. Wenn ich schon oft gefahren wäre, dann bräuchte ich ja nicht so oft deine Hilfe, wenn ich hier irgendwas mit Bedienung hab. Ich glaube, du bist schon mehr gefahren effektiv, als ich hier in dem Ding gefahren bin, obwohl ich länger habe als du. Das könnte eventuell sein. Jetzt stelle ich mir nur gerade die Frage, kommt hier irgendwann wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Das geht gleich runter auf 50. Dann fahr ich mal lieber nicht mehr so schnell, oder? Dass wir nicht noch hier... Fährst nämlich ins Tunnelsystem rein. Dass wir keine Entgleisungen riskieren. Die oberirdischen Gleise beim Bahnhof sind leider nicht umgesetzt hier. Potsdamer Platz. Huch! 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 Was war das denn? Der Gegenzug. Das hab ich gemerkt. Fahren hier auch diese typischen Berliner hässlichen... S-Bahnen? Nee. Ja, ja. Die sind ja nicht mitgeliefert. Leider. Hätte ich jetzt gedacht, dass die hier auch fahren würden. Ich hab sie noch nie gesehen.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf 100 hochgehen. Ich traue aber irgendwie diesen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht. Guck mal, Graffiti. Hä? Graffiti. Graffiti? Graffiten. Warst du doch schon in Berlin? Nee, hab ich gerade gesehen. Achso, ich dachte, du hättest das dahin geschmiert. Nee. Was ist das für ein Symbol? Wahrscheinlich Tunneleinfahrt oder so. Sieht seltsam aus. Nächste Station, Potsdamer Platz. Jetzt gehe ich hoch auf 200, damit ich dann Vollbremsung machen kann. Aha, jetzt geht's mal wieder bergab. So, nicht ganz so extrem bremsen, noch Hammer. Mit Außenansicht ist nicht mehr lange. Bitte? Mit Außenansicht ist nicht mehr lange. Deswegen gehe ich ja nochmal in die Außenansicht. So, 3, 2, 1 und vorbei. Das ist aber schade, weil dann sehen wir ja den Bahnhof gar nicht von außen. Von außen kannst du später mal hochfliegen. Ja, aber da bricht er wahrscheinlich die Aufgabe wieder ab bis dahin. Das wollten wir nämlich hier schon bei Hamburg-Harburg machen und wollten mal gucken, ob es Omni entspricht. Nur bis der Chakoten mir klar gemacht hat, was er mir zeigen will, da war es vorbei, da war es rum, da ist er schon zurück ins Menü gehüpft. Tja. Zugbeeinflussung. Wie Zugbeeinflussung? Was ist denn schon wieder? Ist halt, ne? Sieht man das eigentlich? Ja, doch, man sieht's. Ich hab mal gerade das Licht ausgemacht, ich wollte mal gucken, inwieweit man das im Tunnel sieht, aber es ist schön hell hier im Tunnel. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das sind auch sehr schöne Bahnhöfe, muss ich sagen. Ja. Schön umgesetzt vor allen Dingen, ne? Ich mag ja diese Bremsgeräusche immer so gerne. Let's Mario. Die finde ich cool. Ach, guck mal, jetzt habe ich nur noch 2 Minuten Verspätung. Na, in der Statistik der Deutschen Bahn bist du vollkommen pünktlich. Ja. Ja, echt, ohne Scheiß. Die nehmen Verspätung von 5 Minuten, nehmen die als vollkommen okay wahr. Das ist fies. Du kannst nicht unter das Terrain durch. Ja, das ist fies. Ich wollte mal da unten ein bisschen rumlaufen, jetzt während der hier auslädt. Dieses Spiel disst mich voll. Aber warum sind die Wände da eigentlich so grün? Ist das Beleuchtung? Ich denke mal. Die können ja grün gefliest sein. Hoppala. Was machst du denn? Ich hab gerade die Nase gestoßen. Nee. Berlin hopp. Oh. Julian. Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof. Ja, wo ist der Ausstieg? Erzähl. Das erfährst du gleich. Ich find's aber cool, dass er mir 120 anzeigt. Ich trau mich gar nicht so schnell hier unten zu fahren. Darfst du auch nicht, weil du bist nur noch 1 Kilometer vom Bahnhof. Ja, aber er hat die 120 lustigerweise drin. Aber oder? Jetzt kommen nur noch 80. Zugbeeinflussung. Jetzt kommt nämlich darauf an, ob du nochmal das Gleis wechselst oder nicht. Siehst du, tust du nicht. Ja, da kannst du auch mal ganz schnell rausfliegen. Ja, aber nicht, wenn du mit 80 fährst. Ja, das ja nicht. Wobei, es kann schon mal recht wackelig werden, ne? Ja, kann recht wackelig. Ab 120 wird es problematisch. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn neulich die ICE-Fahrt? War das auch Berlin-Wittenberg? Ja. Wir hatten ja neulich mal eine Testfahrt mit dem ICE. Da bist du, meine ich, auch aus dem Bahnhof hier schon rausgefahren, aber da hast du dir den nicht angeguckt. Da hat der ICE unterwegs auch mal ganz schön gewackelt. Mhm. Das sah aber lustig aus. Das haben sie gut umgesetzt. Das so, und den Regen. Nochmal das Gleis wechseln, siehste, sag ich ja. Und jetzt rein theoretisch nochmal. Bevor ich dir den Ausstieg jetzt sage hier. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
ganz rechts bist du am Gleis hier. Ganz außen. Voila! Berlin Hauptbahnhof unten drunter. So, richtig geil. Tuckern wir jetzt hier mal richtig gemütlich rein. Ganz ruhig ein bisschen Bremskraft rausnehmen. Hast ja Platz. Ja, ja. Ich sag doch, wir tuckern hier schön gemütlich rein. Und das Schöne ist, du kannst hier sogar in die Kamera 8 reinwechseln. Das geht. Das geht. Hier kannst du in die Außenansicht reinwechseln. So, bis ich jetzt unten bin. Jetzt hast du ihn zumindest mal schon mal von oben. Ja, das ist. War nur nicht die 8. Das ist die 8. Schneller, schneller, schneller. Wo bin ich denn jetzt? Du kannst auch sonst die Außenansicht mit der 2 machen und dann auf die 8 gehen. Ja, hier, du bist unten. Ich bin jetzt unten. Weiter runter noch. Ah, da. Zack. Da stehen wir. Doch schon ganz schön groß hier, ne? Das ist schon echt riesig. Ich habe auch von meiner Ex damals gehört, die war da ja öfters zum Umsteigen, wenn sie zu mir kam. Da soll auch sehr viel an Geschäften sein. Die Etage drüber wahrscheinlich. Da muss verdammt viel los sein. Ach, hier, guck mal. Ach, Virtual Railroads. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Ach, noch mehr Schleichwerbung. Oh, noch mehr. Fahren wir noch ein Stück höher. Ist hier oben auch nochmal Schleichwerbung? Berlin Hauptbahnhof, Alter, wie krass. Da sind die ganzen Geschäfte und die anderen Gleise noch. Ja, ja, jetzt. Also im Real Life. Doch klar, mit der S-Bahn bin ich schon Berlin Hauptbahnhof gefahren. Ja, ja, den kenne ich noch von MSTS. Bei MSTS ist man meistens hier oben so irgendwie reingefahren. Ja, aber das ist ja langweilig. Unten ist viel cooler. So oben rein. Vielleicht sind das teilweise auch noch so ein bisschen modellmäßig Geschichten von MSTS, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wer das jetzt speziell entwickelt hat, aber das von MSTS wird es nicht sein, weil das von Wizard kam. Beziehungsweise damals ja noch BSI, Blue Sky Interactive. So, jetzt machen wir aber mal die Türen auf. Jetzt haben wir geguckt. Wenn ich gewusst hätte, dass das eh jetzt wieder ein bisschen... Naja gut, es geht doch recht schnell. Ja, geht doch schneller. 40 schneller als man denkt. 40 Ankunft, jetzt 43 habe ich sie aufgemacht. Nehmen wir mal 2 Minuten runter. Ja, eine Minute bis 2 Minuten Verspätung, das ist absolut vertretbar. Gerade mit Umkehrfahrten zwischendurch, ne? Mit den Fahrten, wo man dann mal zurück muss. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bevor wir ins Menü kommen, sage ich tschö und tschö, Julian. Tschö. Und er schmeißt uns noch nicht mal zurück. Ja, dann, ne? Ja, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, dann füge ich das nochmal hin. Ja, nicht vollständig, die haben ja auch ein Rad ab. Was? Da oben rechts. Was? Sind aber nicht vollständig, ist egal. Das ist ja eine Trägigkeit. Ich habe aber doch überall gehalten. Hast du. Hä? Warte mal, lass uns mal gucken. 8 von 15. An 0 von 0 Bestimmungsorten angehalten. An 0 von 0 Schienen angekoppelt. Die funktioniert nicht ganz, die Auswertung. Weil du hast angekoppelt, du hast an allen Punkten gehalten. Du hast an jedem Punkt Fahrgäste aufgenommen. Güter aufnehmen ist klar, dass du das nicht gemacht hast. Treibstoff auch nicht. So, Betriebsfehler. Also irgendwas ist schief gelaufen scheinbar. Ja, irgendwas. Ja, ist egal. Vielleicht weiß einer, was das war. Ich weiß es nicht. Wenn ihr was Spezielles sehen möchtet, wie gesagt, haut's gerne mal in die Kommentare rein. Dann versuche ich das natürlich umzusetzen, sofern es möglich ist, sofern ich es besitze. Und ich danke dem Julian fürs Mitfahren. Das können wir jetzt nochmal in alle Ruhe machen. Haben wir jetzt eben mal überbrochen gemacht. Hat eh nichts gebracht. Vielleicht bist du ja wieder dabei. Gucken wir mal, ne? Ja, dann spreche ich dir wieder die Ansage. Genau. Danke fürs Zusehen, macht's gut, Leute, und Julian hat wie immer das letzte Wort. Tschö. Tschö.